Warum solltest du bei Gesprächen, Vorträgen, Bewerbungsgesprächen lächeln? Mein Name ist Yvonne de Barg, ich bin Schauspielerin, Trainerin für Körpersprache, gebe Präsentationstrainings und helfe Menschen so aufzutreten, wie sie auftreten wollen, in jeder Situation, in jedem Moment. Lächelnde Menschen nehmen wir als positiv wahr. Ja, das ist ja klar. Aber warum? Gehen wir doch mal ganz weit zurück in die Evolution. Wer da gelächelt hat, der hat dem anderen signalisiert, du bist hier in Sicherheit. Hier ist alles in Ordnung. Lächeln ist ein Ausdruck der Freude. Wenn wir Menschen begegnen, die lächeln, dann fühlen wir uns in Sicherheit. Denn jemand, der lächelt, der ist gerade nicht in Panik. Also fühlen wir uns in der Umgebung von lächelnden Menschen wohl. Ich rede jetzt nicht von dauergrinsenden Menschen. Nein. Leicht, souverän lächelnde Menschen, die geben uns ein gutes Gefühl, die geben uns ein Gefühl der Sicherheit. Ich zeige dir mal ein kleines Experiment und du fühlst mal in dich rein, wie es dir damit geht. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, also mir jetzt zum Beispiel, und ich lächle dich an und ich freue mich über das, was du sagst und mir geht es gut und plötzlich zeige ich den Ausdruck der Angst in meinen Augen. Bei dir geht sofort die Alarmglocke los, oh Gott, irgendwas passiert hier. Wenn die Person Angst hat, dann muss ich vielleicht auch Angst haben und muss vielleicht rennen. Das könnte sein, dass der Säbelzahntiger irgendwo aus dem Gebüsch springt, hinten oder irgendein Feind kommt und dann muss ich sofort flüchten oder mich totstellen oder kämpfen. Lächelnde Menschen geben uns ein gutes und sicheres Gefühl. Das heißt, wenn du lächelst, gibst du den anderen ein gutes und sicheres Gefühl. Und das entspannt auch Menschen, die uns zuhören, zum Beispiel bei Präsentationen oder Vorträgen. Wenn du lächelst, dann fühlt sich auch dein Publikum wohl.